Willkommen bei Local Music Heroes und heute mit der Band Schnocke. Servus Leute, hi. Ja, also schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und heute hier seid. Und ja, vielleicht stellt ihr euch einfach mal für den Anfang kurz vor, wer ihr seid, was ihr macht. Genau. Ja, uns die Band Schnocke gibt es seit Ende 2019. Da haben Felix, Philipp und ich angefangen, einfach mal zusammen Musik zu machen. Ja, und weil wir keinen Schlagzeuger hatten und der Hannes, Philipp sein Bruder, uns immer zugeguckt hat beim Proben, haben wir uns einfach gedacht, den nehmen wir jetzt unter unsere Fitte hier, Hannes. Ja, ich habe natürlich immer bei den Proben zugehört und da hatten sie Mitleid mit mir, da mussten sie mich praktisch adoptieren. Bin klein. Genau, und von der Musikrichtung her spielen wir Punkrock und ja, wir haben eigentlich ein sehr breites Feld, wo die Leute dann das hören können. Also für jeden was dabei. Genau, ja. Nachdem ihr Anfang 2021 euer erstes Album rausgebracht habt, Bloodsuckers, habt ihr jetzt ein Jahr lang neuen Content kreiert und seid ihr denn schon nervös, was eure Fans von der neuen EP Europe Tour halten werden? Also nervös sind wir nicht. Ihr doch nicht. Nein, wir noch nicht. Nein, Spaß. Aber auf jeden Fall sind wir gespannt, wie das natürlich bei unseren Fans ankommt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es kommt gut bei unseren Fans an, weil die einfach alles klasse finden, was wir machen. Ja, die also wir haben eine ziemlich treue Fanbase, also sind unsere Kumpels. Und ich denke, nervös brauchen wir nicht zu sein, oder? Nee, überhaupt nicht. Wie du gerade schon gesagt hast, wir haben jetzt über ein Jahr an den Songs gearbeitet. Ich bin nicht nervös, ich habe jetzt einfach nur Bock, den ganzen Scheiß rauszubringen. Euer erstes Album hat ja mit Liedern wie French Cookie, Circus oder Run schon einen eher sanfteren Sound. Aber ja, was sagt ihr denn zu der neuen EP? Was können die Fans erwarten? Ja, also unser erstes Album haben wir ja bei uns daheim im Studio aufgenommen. Und im Keller, ist richtig, oder? Bitte? Im Keller? Nee, im Dachboden sozusagen. Genau, und die andere Richtung. Ja, genau, deswegen waren die vielleicht von der Qualität her jetzt nicht so gut, wie wir jetzt vielleicht die neue EP rausbringen, weil da haben wir schon im Studio aufgenommen und ja, auf jeden Fall. Und bei der EP soundmäßig ist auch wieder sowas Ruhigeres dabei wie Run oder Circles. Ja, den Radio-Hit pro Album ist immer wichtig. Genau, ja, also den haben wir, denke ich, erfüllt. Und ja, und sonst halt schon härtere Sachen. Und ja, die Qualität ist einfach viel besser. Ich meine, das ist was komplett anderes, wie wenn man im Keller aufnimmt. Im Dachboden aufnimmt oder im richtigen Studio. Ja. Genau. Okay, dann hören wir doch mal kurz rein. Also soundmäßig seid ihr mit eurer neuen EP definitiv im Bereich vom Punkrock bzw. Pop-Punk angekommen. Aber wie sieht es denn mit den Lyrics aus? Also zuvor hattet ihr euch ja eher mit politischen Statements zurückgehalten. Was ist denn jetzt Stand der Dinge? Ja, ich würde allgemein sagen, wir sind immer noch unpolitisch mit unseren Texten. Jetzt mit der Ausnahme zum Beispiel Stranger. Es ist nicht richtig politisch, aber da geht es zum Beispiel um einen Geflüchteten. Und da werden quasi so ein bisschen Eindrücke und Erlebnisse von so jemanden in dem Lied verarbeitet. Und ja, ist einfach ein bisschen ein ernsteres Lied, aber so im Großen und Ganzen sind wir uns der Linie vom Funpunk treu geblieben, oder? Genau, also das ist auch das, was wir nach außen an unsere Hörer ausstrahlen wollen, das, was wir auch verkörpern wollen. HörerInnen. Oder HörerInnen. deswegen sind wir uns da in dem Bereich treu geblieben. In der Rolle der guten Laune Musik. Genau. Das ist wichtig. Also, ja, ihr habt auch eine positive Ader. Also, Dankeschön. Okay, es gibt ja auch das Lied Never Drink Again. Und ich würde sagen, dann hören wir noch mal kurz rein. We'll be right back.
Okay, also mich persönlich würde jetzt interessieren, welche Story beispielsweise hinter diesem Titel steckt. Ja, also ich denke mal Never Drink Again, wie der Name schon sagt. Es geht darum, wenn man sich nach einer durchzechten Nacht die guten Vorsätze nimmt, nie wieder zu trinken. Ja, und dann halt doch wieder dann ein paar Tage später heißt, ja okay, so schlimm war es doch gar nicht irgendwie an dem Tag. Also eigentlich kann ich doch schon wieder Vollgas geben, ja. Ja, genau. Und so ist es eigentlich bei fast allen Liedern von uns, dass wir einfach irgendwas Witziges erleben oder uns irgendwas passiert und wir dann versuchen, das auf den Zettel zu bringen und das dann irgendwie in unsere Lieder mit einzubauen. Genau. Und ja, speziell jetzt zu Never Drink Again, die, wo es interessiert, die können dann gerne mich nochmal persönlich fragen. Ja, dann später im Backstage. Sehr gespannt. Auf dem OnlyFans-Account. Danke. Okay. Ja, dann kann sich die Jugend auch sehr gut mit euren Liedern wahrscheinlich oder viele Leute dann damit identifizieren. Ja, hoffentlich. Ja. Okay, wenn ich das kurz zusammenfassen kann, also handelt sich bei der neuen EP also um reiferen, verbesserten Pop-Sound, aber ihr seid euch größtenteils eurer Punk-Sound. Ihr seid euch größtenteils eurer Linie schon treu geblieben mit der guten Laune Musik. Eine letzte Frage habe ich noch an euch. Wann können die Fans mit der EP rechnen? Genau, also das wissen wir leider selber noch nicht genau richtig, wann wir damit rechnen können, wann wir es veröffentlichen. Aber wir führen gerade schon Gespräche mit Leuten und da hängt halt so viel noch im Zusammenhang mit so einer Veröffentlichung. Ich weiß nicht, Philipp, du hast da mehr Ahnung, Überblick. Ja, also da gibt es so viel im Hintergrund, was da noch geklärt werden muss. Da gibt es verschiedene... Plattenvertrag. Ja, gut, Plattenvertrag mit... War auch eine Überlegung, ob man jetzt irgendwie... Zu viele Anfragen wahrscheinlich. Ja, das schön wäre es, ja. Aber da müssen wir jetzt erstmal abwarten und erstmal die Füße stillhalten, weil beim letzten Mal haben wir eben den Fehler gemacht, dass wir, also finde ich, dass wir das zu schnell released haben, weil wir einfach zu geil drauf waren, das Ganze jetzt rauszubringen. Und das wollen wir jetzt anders machen, beziehungsweise besser machen. Frischlinge waren wir, ja. Okay, Jungs, vielen Dank für eure Zeit, war sehr schön. Und wir sind gespannt auf die neue EP Europe Tour. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Hat uns echt Spaß gemacht. Und ja, immer, ne? Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung, ja. Dankeschön. Ja. Na dann, sagt euren Fans nochmal Tschüss. Ciao. Servus.